Welcome back, liebe Leute. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video nehme ich euch mit zu einer exklusiven Veranstaltung in Berlin von Boss United. Ja, Leute, ich bin hier gerade schon in der Event-Location angekommen, bin eingeladen zur offiziellen Parfum-Vorstellung von Hugo Boss Bottled. Es gibt ein neues Parfum von Hugo Boss Bottled, eine Limited Edition. Und der Markenbotschafter von Hugo Boss Bottled ist Julian Draxler. Der ist auch schon vor Ort, der macht gerade so ein Meet and Greet mit einigen Bloggern. Und ja, ich freue mich schon auf die Veranstaltung. Das offizielle Parfüm wird heute vorgestellt. Es wird auch nur für zu kurze Zeit in den Läden zur Verfügung stehen. Und bleibt auf jeden Fall dran in diesem Video, denn zum Schluss gibt es was richtig, richtig, richtig Geiles zu gewinnen. So Leute, und hier im Hintergrund da seht ihr eine coole Station. Ich weiß gar nicht, wie das Ganze heißt. Wie heißt das Ganze? Magic 120. Gar keine Schleichwerbung. Das ist auf jeden Fall cool. Schaut euch mal an. Wir haben nämlich gerade ein paar Fotos hier gemacht. So Leute, also die Veranstaltung ist schon gerade voll im Gange. Und der Julian war eben schon da, hat das neue Parfüm präsentiert und jetzt gibt es gerade so ein Meet and Greet zwischen verschiedenen Bloggern und Julian. Und wir werden mal schauen, ob wir den einen oder anderen Trick nochmal rausbekommen aus dem Julian oder von einem anderen Blogger. Es sind auf jeden Fall coole Leute mit dabei, cooles Event. Ja, und wie gesagt, die Überraschung gibt es ganz zum Schluss. Seid gespannt. So Leute, zurück angekommen in Stuttgart. Jetzt eine kurze Verschnaufpause, bevor es jetzt weitergeht. Aber ich möchte euch wenigstens jetzt an dieser Stelle nochmal kurz informieren. Also, es hat geklappt mit dem Parfümjob. Ja? Ich bin mit dabei und präsentiere die neue limitierte Edition vom Hugo Boss Bottled Duft. Und zwar die Boss United Edition. Die gibt es jetzt limitiert zur Fußball-Weltmeisterschaft. Und zwei Veranstaltungen hatten wir jetzt mittlerweile schon. Eine in München, eine in Berlin. Und in Berlin war die offizielle Press-Release-Veranstaltung mit dabei. Ganz, ganz viele Fashion-Blogger, Instagrammer, unter anderem auch der Sportstudio-Moderator Sven Voss. Cooler Typ an dieser Stelle, mit dem habe ich lange gechillt im Backstage-Bereich. Und natürlich auch ja, das Gesicht der neuen Hugo Boss Bottled Boss United-Kampagne, Julian Draxler. Der das neue Parfum jetzt präsentiert und Markenbotschafter von Hugo Boss Parfüms ist. Unter anderem auch Coutinho und Harry Kane und Morata, ja, die sind auch bei der Kampagne mit dabei, nicht zu vergessen. Auf jeden Fall coole Veranstaltung gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt in diesem Video so ein bisschen einen Eindruck vermitteln, was da so abgegangen ist. Am Ende des Tages wurde das neue Hugo Boss Bottled Parfüm präsentiert und zum Abschluss der Veranstaltung hat auch jeder ein Parfum geschenkt bekommen. Und ich suche ja natürlich immer irgendwie nach irgendwelchen Gimmicks oder irgendwas, was ich euch mitgeben kann. Und ich habe gedacht, hey, ich habe jetzt mal ein cooles Parfum geschenkt bekommen bei einer Veranstaltung. Und da ihr mich unterstützt hier auf YouTube, habe ich gedacht, komm, weißt du was, verlost du einfach das Parfum, die limitierte Edition, die ich geschenkt bekommen habe, auf meinem YouTube-Kanal. So Leute, und alles, was ihr dafür tun müsst, ja, ist echt nicht viel. Ja. Ihr müsst eigentlich nur meinen YouTube-Kanal als auch meinen Instagram-Kanal abonnieren und dieses Video kommentieren mit Hashtag Männerparfüm. Ja. Müsst nicht viel machen, wie gesagt, sondern nur Hashtag Männerparfüm, YouTube-Kanal und Instagram-Kanal abonnieren. That's it. So, und was könnt ihr gewinnen? Ihr könnt den neuen Duft von Hugo Boss Bottled Boss United gewinnen. Ja, ein richtig geiler Duft, cooles Flakon. Wie gesagt, limitierte Edition wird es jetzt nur geben zur Fußball-Weltmeisterschaft. Sieht so ein bisschen aus wie ein Pokal, ja, eher wie der Champions League-Pokal als der Weltmeisterpokal. Aber nichtsdestotrotz, richtig geiles Parfum, riecht so ein bisschen sommerlich, fruchtig. Julian hat gesagt, bei dem Press-Release, riecht so ein bisschen nach frischer Rasen, frisch gemähter Rasen, ein bisschen zitronig. Ja, riecht auf jeden Fall richtig, richtig nice, ja. Und ich möchte euch dieses Parfum geben. So, mit dazu gebe ich euch noch diesen Ball, ja, also im Prinzip dieses Parfum und diesen niegelnagelneuen Hugo Boss Bottled Ball. Also, was ihr dafür tun müsst, habe ich gerade gesagt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, macht gerne einen Daumen nach oben. Ich sage bis bald. Adios, amigos.